Cool Ranch oder was? Cool Ranch, Bro, aber lightweight. 100 Grips. Letzter und schwerster Satz, 250 Kilo. Easy Pump. Leerer Briefkasten, so mag ich das. Joe Rogan Experience. Yo, wir fahren jetzt zum Kaufland. Philipp ist heiß, der Kühlschrank ist leer und ja. Philipp weiß nicht, wo er sein Auto geparkt hat. Doch. Pickel sind am Start, nice. Wenn ihr was gegen Pickel habt, dann sagt mir Bescheid. Aber bitte nichts Illegales. So Fleisch essen, so Käse. So, nicht so ein Scheiß, sondern Milchprodukte. Wenn ihr einen guten Zipper habt, dann sagt mir mal Bescheid, weil die langweilen mich richtig krass. Naja, was soll ich machen? Ja. Kannst du mal aufhören, immer rumzuspielen? Also, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns später. So, let's go. Fruits ohne Ende. Nimmst du eine Papaya? Nein, ich kostet dann nochmal 6 Euro. So, ich nehme mal wieder eine Wassermelone mit. Die sieht gut aus. Ananas, die sind immer cool, weil der Kopf ist schon ab. Oh, die ist aber gut reif. Aber gut reif ist gut. Gut reif ist gut. Philipp, gut reif ist gut. Und eine nicht so reife. For the future. So. Hast du gehört? Gut reif ist gut. Ja? Gut reif ist gut. Ein paar Oranges. Bio-Oranges. Die fühlen sich gut an. Zack. Ja, also ich muss sagen, Kaufland ist echt gut. Die haben echt eine super Auswahl an Obst und Gemüse. Gute Qualität zum fairen Preis. Und da man hier alles selber wiegen muss, das meiste, kann man auch ein bisschen Geld einsparen, indem man so einen Apfel rauslässt. Aber nur theoretisch, also mach das nicht zu Hause nach. Also ich mach das ja auch nicht. Ich habe das nur mal in der Theorie in der Schule gelernt, dass es geht. Also macht das nicht, wenn ihr hier seid. Noch Obst. Und hier fängt die Gemüseabteilung an. Er gönnt sich. Oh ja, habe ich auch mal wieder Bock drauf. Brüchen, Feldsalat aus Deutschland. Zack. Äpfel. Gönne ich mir einmal die Bio-Äpfel und ich mache mir immer so einen Mix, wo ich jeden Apfel ein, zwei Mal reinschmeiß. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns später. Und ja, hier noch. Der Spinat ist hier mal richtig gut. Der sieht gut aus. Mit Kaiser oder Ortfolgen. Oh.
Jo, Einkauf ist vorbei. Wir liegen nicht so gut im Zeitplan, aber ist okay, weil wir um 15.15 Uhr spätestens zu Sparlos fahren wollen. Das ist halt eine Stunde. Der übertreibt es. Ist halt keine Stunde. Und wir müssen auspacken und wir müssen Smoothie machen. Das ist ganz wichtig, weil Gainsaving ist immer das Wichtigste nach dem Training und nach dem Schlaf. Aber das kriegen wir hin. Wir sitzen gerade in Philips Auto. Und irgendwie total müde. Ich weiß nicht, wieso das meint. Ich hab mich ganz schön gefickt. So, dass man diese Perspektive hier sieht, nämlich auch mal die Perspektive hoch. Ich weiß gar nicht, ob man es hört, wenn ich die Cam rausmache. Mit dem Sound! Angepackt von Kaufland. Smoothie richtig krank runtergeäxt, weil wir uns beeilen müssen für die Spa. Wir kommen ja 2 Stunden kostenlos rein. Aber ich will unbedingt noch zum Yoga danach und jetzt geht es genau auf. Deswegen haben wir uns jetzt so beeilt. Hier ist Julian, the badass motherfucker. Tja, holen wir seinen Geburtstag nach. Eigentlich haben wir das zum Geburtstag geschenkt. Aber wisst ihr, am anderen Vlog. Das Sonntag unsere So Much More Karte nicht gilt. Aber heute ist Dienstag, heute ist alles fresh, Montag bis Donnerstag. Also, ich denke, wir sehen uns nicht in der Spa, denn da darf ich nicht filmen. Ist ja klar. Ich hatte letztes Mal nur mein Handy dabei und die haben schon gemeckert, weil die halt Angst haben, dass sie Fotos machen und so. Kann ich auch verstehen. Hier, Floss, After Your Smoothie. Ja, immer wenn ihr Früchte gegessen habt und so, spült euch den Mund aus. Dann habt ihr keine Probleme mit schlechten Zähnen. Jo, peace out. Kurzes Update. Spa. Liquidraum. Ist vorbei. Mhm. War richtig nice. Diesmal for real. Aber richtig for real. Trinken konnte ich ja leider nicht filmen. Die Spackis fahren jetzt los und begleiten mich nicht zum Yoga. Ich gehe zum Yoga und wir sehen uns dort. Yoga ist vorbei. War richtig refreshing. Keine Angst, ich höre keine Musik. Hier ist übrigens richtig schön zu wohnen, denke ich. Das sieht richtig schön aus, die Häuser. Okay. Ja, Yoga war richtig entspannt. Genauso wie Spa. Heute war ein richtig nicer Tag. Nur irgendwie habe ich halt richtig wenig Eindrücke euch mitgeben können. Von der Spa, da durfte ich ja nicht filmen. Und beim Yoga, da weiß ich nicht, wie ich da hätte filmen sollen. Habe ich auch nicht gefilmt. Naja. Nächstes Mal. So. Aber hier könnte man schon wohnen.